Ich finde Intros immer so fucking cringe. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Ich ändere das Gefühl dann immer in jedem Video. Deswegen sage ich einfach mal Hi. Und willkommen zu einem weiteren Video, einer weiteren Liste. Heute soll es gehen um die besten 50 Songs, beziehungsweise meine 50 Lieblingssongs des Jahres 2020. Gleich vorab möchte ich sagen, dass ich im Bezug zu dem letzten Video, was ja eine Top 20 Liste der besten Alben und Schrägstrich EPs war, da möchte ich ein bisschen was abändern jetzt diesmal, denn die B-Liste wird diesmal in der Beschreibung sein. Das heißt im Endeffekt, ich hatte eigentlich vor 100 Songs zu machen. Es sind jetzt 50 geworden. Gott sei Dank. Und daher sind die anderen 50, die es nicht geschafft haben, einfach unten in der Markierung. Ja, es sind definitiv in der Markierung. In der Beschreibung. Sie sind in der Beschreibung unten verlinkt und nicht verlinkt sind es auch nicht. Die anderen 50 Songs werden unten in der Beschreibung sein. Das ist jetzt vielleicht ein Problem für die, die es am Fernseher gucken oder bei der PS4 oder sonst was. Dann musst du halt leider dein Handy jetzt rausholen, wenn es dich besonders juckt jetzt. Dann musst du halt runterscrollen beim Handy und schauen, was halt auf der Liste drauf ist. Wir werden es jetzt einfach so machen. Platz 50 bis Platz 26 wird von mir jetzt einfach so im Schnelldurchlauf einen Shoutout erhalten. Und dann geht's einfach los mit Platz 25. Wir legen los. Platz 50 ging an Ant Clemens mit Mama I Made It. Auf Platz 49 ist Mullerin mit, oder Mulherin, ich habe es immer noch nicht gelernt. Mit If I Love You, I'm Not Sure. Dann, wir haben Sada Baby mit Activated. Wir haben auf der 48. Auf Platz 47 ist Wesley Joseph mit Imaginary Friends. Auf Platz 46 ist Orion Blue mit Body Buzzin'. Auf Platz 45 sind Bryson Tiller und Drake mit Out of Time oder Outer Time. Auf Platz 44 sind Cash Page und Don Toliver mit Grammy Week. Auf Platz 43 ist Kelly Uchis mit I Want War But I Need Peace. Auf Platz 42 ist Kaya mit Way I. Auf Platz 41 ist Rumor mit Rascal. Auf Platz 40 befindet sich Sir mit Westside Boogie mit Rapper Weed. Auf Platz 39 ist 21 Savage und Metro Boomin mit Said and Done. Auf Platz 38 ist Fucking Birdie. Holy shit. Mit Just Like a River Does. Also wer sich an Birdie noch erinnern kann, die ist hier drauf. Auf Platz 37 sind Tom Misch, Yusuf Days und Jordan Rakai mit What Kind of Music, Jordan Rakai Remix. Auf Platz 36 befindet sich Benet mit Lily Allen und Flo Millie mit Plain. Auf Platz 35 ist das Ezra Collective mit JME und Swindle für Quest for Coin Nummer 2. Auf Platz 34 ist Diesel mit Slow Motion. Auf Platz 23 ist Redville mit Wait. Auf dem Platz 32 ist Tom Misch, Yusuf Days und Freddie Gibbs mit Knight Rider. Auf Platz 31 ist Megan Thee Stallion und Beyoncé mit dem Savage Remix. Auf Platz 30 ist Hardest OTOD mit Tango in Paris. Auf Platz 29 ist Joji mit Like You Do. Auf Platz 28 ist JME mit 96 of My Life. Auf Platz 27 ist Freddie Gibbs, The Alchemist und Rick Ross mit Scotty Beam. Das heißt aber automatisch, wir können jetzt zur Nummer 25 gehen. Es ist Giveon mit Favorite Mistake. Wer Giveon nicht kennt, schläft. Der schläft definitiv. Giveon ist einer der neuesten Künstler, die es im R&B-Genre gibt und ist ein definitiv sensationeller Künstler. Ein bisschen vergleichbar mit Samfer. Auf Platz 24 sind Lil Yachty, Future und Mike Will Made It mit Pardon Me. Future, wow, Future hat hier locker einer seiner besten Strophen aller Zeiten hingehauen. Wirklich, Future auf dem Ding ist es undefeated, ohne Scheiß. Ist für mich unerklärlich, dass er sowas für ein Feature wastet, anstatt dass er es für einen eigenen Song benutzt. Also wirklich die Strophe mit seinem Charisma, mit seiner ganzen Art. Man kennt ja die Art, die Future hat. Ich erzähle nichts Neues. Ich bin ziemlich überrascht von Future. Ich bin definitiv auch ziemlich überrascht von Lil Yachty in den letzten 2 Jahren. Lil Yachty hat echt einen Zahn zugelegt für mich in den letzten 2 Jahren. Ich bin echt begeistert. Auf Platz 23 haben wir Snowchild von The Weeknd. Wird wahrscheinlich den einen oder anderen überraschen. Was ist mit After Hours? Was ist mit Blinding Lights? Was ist mit Escape from LA? Was ist mit Song bitte einfügen? Ich finde, das ist der Beste. Das ist der Beste von After Hours, definitiv, für mich zumindest. Ich finde die Delivery so cool. Natürlich kann der Mann richtig gut singen, aber seit seinem Feature auf Futures Album vor ein paar Jahren, wo er ein bisschen gerappt hat, denke ich mir ständig, yo, du könntest eigentlich auch mal so eine EP oder ein Album veröffentlichen, wo du nur rappst. Auf Platz 22 sind Aminé und Young Thug mit Compensating.
Ich mag Amine, ich mag Young Thug. Young Thug hat den Track gecarried, aber trotzdem muss man sagen, dass Amine sich trotzdem sehr gut präsentiert hat. Aber Young Thug ist halt einfach, boah, der Mann, der evolved immer und immer wieder. Und du denkst dir, wow, wann hörst du endlich auf, dich noch besser zu präsentieren als je zuvor? Auf Platz 21 haben wir Kid Cudi mit The Void. Und wow, was ein klasse Track, wirklich. Ich hätte bestimmt auch was nehmen können wie Tequila Shots oder der Song mit Skepta und Pop Smoke. Aber ich fand den hier ein bisschen kleinen Ticken besser. Es ist ziemlich ähnlich wie die sonstige Thematik von Kid Cudi. Es geht in das Mentale rein, es geht um Krisen, die man bewältigen muss, aber dementsprechend sich letzten Endes einfach nochmal raufrafft und sagt, ich schaffe diese Situation, ich möchte es anpacken. Auf Platz 20 ist Flo Milli mit Beef im Flo Mix. Das ist im Endeffekt ein Remix zu Playboi Cardis Song Beef. Sensationell. Delivery von der Frau ist mega. Ist wirklich jemand, auf den ich mich echt in den nächsten Jahren freue. Die wird definitiv in den nächsten Jahren beweisen, dass sie eine der besten Rapperinnen dort draußen ist. Die ist einfach skillful. Auf Platz 19 haben wir Frisco, Skepta, JME, Jamma und Shorty mit Red Card. Für mich ist das UK-Äquivalent zu Kanye West's Champions. Ist eigentlich ziemlich leicht erklärt und Bombensong, wirklich ein Bombensong. Auf Platz 18 haben wir Party Next Door mit Trauma. Der Song ist so smooth, du wippst mit dem Song stets mit, ich finde den so klasse. Es ist wirklich, wirklich ein richtig angenehmer Song. Party Next Door ist sowieso ziemlich underrated, sowohl als Songwriter als auch als Sänger. Auf Platz 17 haben wir Annie und Georgia Smith mit Paying Black Girls Remix. Wow, das ist genau der Grund, warum ich sage, Georgia Smith ist eine geile Rapperin und ist eine geile Sängerin. Es ist genau der Beweis dafür, Georgia Smith macht ihr Ding auf diesem Remix so sensationell und so gut. Es ist wirklich einfach nur erfrischend, jedes Mal sie rappen zu sehen oder zu hören. Platz 16 geht an Joseph und Loyal Kana mit I Wonder Why. Ich weiß, wie oft ich in diesem Video schon die gleichen Worte benutze, aber trotzdem, man muss einfach gesagt haben, Joseph schafft mit seiner Stimme eine Atmosphäre, die sonst fast keiner schafft. Es ist wirklich so. Joseph ist einer der Leute, bei dem ich wirklich sage, im UK-Raum, sowas gibt es nicht. Es gibt im UK-Raum keine Person, die so klingt und die einfach Atmosphäre herrschen lässt, wie Joseph. Und mit Loyal Kana, einer der besten UK-Rapper, die es gibt als Feature, ist es noch geiler. Auf Platz 15 haben wir Sa Baby und Joji mit Gates to the Sun. Dieser Song ist so bescheuert vermarktet, es ist unglaublich. Man muss wirklich sich vorstellen, das ist nicht mal ein Spotify-Exclusive, sondern das ist ein Spotify-Playlist-Exclusive. Das ist so bescheuert, dass ich das nicht mal nachvollziehen kann. Es ist so bescheuert. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in meiner Instagram-Story oder sonst was den Song reinpacken möchte, geht nicht, weil das einfach ein Spotify-Playlist-Exclusive ist. Nein, nicht mal ein Spotify-Exclusive, sondern ein Spotify-Playlist-Exclusive. Es ist so bescheuert, weil dieser Song ist so göttlich. Der Song ist so göttlich. Sa Baby und Joji haben so eine geile Chemistry auf dem Song. Es ist unfassbar. Und dann ist es ein, ich weiß, ich habe schon gesagt, aber es ist ein Spotify Playlist fucking Exclusive. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Wirklich. Es ist so bescheuert. Auf Platz 14 haben wir Mac Miller mit Woods. Ich hätte grundsätzlich jeden Song von Circles hier benutzen können. Woods ist für mich ein bisschen besser noch als alle anderen. Ich kann mich nur wiederholen wie bei der Album-Topliste. Es ist so tragisch und so schade, dass er jetzt schon von uns gehen musste. Bin mir aber sicher, dass er eine sehr, sehr tolle Diskografie für uns hinterlassen hat, die noch lange bei uns in Erinnerung gehalten wird. Auf Platz 13 haben wir Francis and the Lights, Kanye West, Bon Iver und Chance the Rapper mit You Still Take Me to the Light. Das ist ein Re-Release, aber ich bin froh, dass es ein Re-Release bekommen hat, weil mittlerweile zum Beispiel Chance the Rapper drauf ist mit einer neuen Strophe.
Der Song ist, der harmoniert so toll zwischen all den Artists. Es macht einfach nur jedes Mal Spaß, sich den Song anzuhören. Große Empfehlung. Auf Platz 12 haben wir Slow Tie, James Blake und Mount Kimby mit Feel Away. Es ist schön zu sehen, dass Slow Tie definitiv in die Richtung geht und beziehungsweise auch auf seinem neuen Album in die Richtung geht. Er war eher für einen dreckigeren UK-Rap-Style bekannt. Und es ist sowieso stets cool zu sehen, dass sich jemand weiterentwickeln möchte. Das James Blake Features der Hammer, das Mount Kimby Instrumental ist göttlich, es harmoniert wirklich atemberaubend, es ist wirklich, wirklich cool. Das Musikvideo ist auch zwar total weird, aber es ist richtig cool. Ja, was soll ich sagen? Große Empfehlung. Auf Platz 11 haben wir Brent Fires mit Rehab, Winter in Paris. Brent Fires war für mich schon Platz 1 meiner Lieblings-EP des Jahres, beziehungsweise des Lieblingsalbums. Ich finde es sowieso schon so lächerlich, diese EP war voll mit Tracks, es waren 10 Tracks drauf und es soll eine EP sein. Genau deswegen war die Liste auch so. Aber wir wollen ja um den Track reden. Es ist ein wirklich unfassbar geiler Track. Brent Fires macht hier genau das, für was er bekannt ist. Es ist wirklich nasty, es ist toxic, es ist cool, es ist lässig. Hat aber leider nicht für meine Top 10 gereicht, denn die Top 10 kommt jetzt. Auf Platz 10 ist Nux mit Your Worth. Mir fällt es ziemlich schwer, das Ganze zu beschreiben. Dass jemand letztes Jahr 8 Minuten und 46 Sekunden seines Lebens wirklich kämpfen musste, bis zum bitteren Ende, um von einem Police Officer befreit zu werden, ist für mich einfach unverständlich. Ist für mich eine unverständliche Sache, wie wenig human man sein muss, um sowas für 8 Minuten und 46 Sekunden durchzuziehen. Und allgemein geht es in dem Track auch darum, aber es grenzt halt einfach nur ein bisschen daran an, durch was jemand durchgehen muss, wenn er ständig sowas hört, wenn er ständig mit solchen Sachen konfrontiert wird. Nux ist sowieso schon mein Lieblings-UK-Rapper geworden. Da kommt bestimmt auch noch eine Bühne-frei-Episode raus, früher oder später. Einfach wirklich ein trauriger Song, aber so notwendig. Leider notwendig in der heutigen Zeit. Sensationell, wirklich spitze. Lass uns aber mal wieder in ein bisschen positivere Themen reingehen. Platz 9 geht an Tierra Whack mit Peppers and Onions. Der Song könnte euch eventuell bekannt sein aus der Apple-Werbung. Eventuell. Der war für circa einen Monat in der Apple-Werbung drin. War wirklich ein sehr, sehr eindrucksvoller Song. Tierra Whack's Style ist sowieso ultra unique. Das sollte eigentlich schon jedem bekannt sein. Ich finde die Frau wirklich spitze und bin wirklich gespannt, was sie in den nächsten Jahren uns zu bieten hat. Auf Platz 8 ist Tizo Touchdown mit Social Cues. Tizo Touchdown ist für mich jemand, der in den letzten Jahren so polarisiert hat, dass ich wirklich den innerhalb von wenigen Songs als meinen Lieblingskünstler bezeichnen kann. Beziehungsweise einer meiner Lieblingskünstler. Ich finde den Typen so interessant. Ich finde den so cool. Es ist unfassbar. Tizo Touchdown kannst du gar nicht beschreiben. Du könntest diesen Mann nicht beschreiben. Es funktioniert gar nicht. Das ist wirklich, selbst wenn du es versuchst, es ist nicht möglich. Der wird zu 100% noch ein eigenes Video bekommen, zu 100%. Auf Platz 7 ist Unusual Diamond mit Amber. Welche Überraschung nach meinem Video. Ja, ich meine im Endeffekt, alles was ich zu Unusual Diamond sagen könnte, ist schon gesagt worden in meinem Video. Kann ich nur empfehlen. Und wir gehen gleich rüber zu Platz 6, Childish Gambino 53. Das ist das Outro zu diesem sehr, sehr komischen Album, was Childish Gambino letztes Jahr released hat. Wenn ich sagen könnte, dass ein Rapper oder ein Sänger oder sonst was eine Performance des Jahres rausgehauen hat, dann wäre es definitiv Childish Gambino auf dem Song hier. Der trifft jeden Ton. Der trifft jeden Ton. Es ist unfassbar, welche Voice Range der Mann hat. Es ist wirklich krass und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gelungenes Outro zu einem sehr komischen, aber auch gelungenen Album. Wir beginnen die Top 5 mit Mustafa's Stay Alive. Das ist ein Mann, der definitiv auch eine Bühne-Frei-Episode verdient hätte. Der Mann wird tatkräftig unterstützt von Frank Dukes und James Blake, was man definitiv auch merkt. Es ist ein sehr, sehr, sehr heftiger Newcomer, den ich nur jedem da draußen empfehlen kann. Tatsächlich sind 4 der Top 5 Picks Newcomer. Weiter geht's auch gleich mit Platz 4, AG Club, Memphis. Wow.
wenn ich Instrumental des Jahres entscheiden müsste, dann wäre es zum Beispiel AG Club Memphis. Auf Platz 3 haben wir TK Meizer mit Schuck. Krank. Kranker Song, wirklich kranker Song. Wie schon im letzten Video gesagt, wenn die nicht wirklich innerhalb der nächsten Jahre einer der größten Künstler der Welt da draußen ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was mit der Welt passiert ist. Du kannst nicht so einen Song releasen und dann nicht groß werden. Funktioniert gar nicht. Auf Platz 2 sind Jay Electronica und Jay-Z mit All Praise Is Due to Allah. In dem Song erzählt uns Jay Electronica schlicht ergreifend, wie er mit dem Tod seiner Mutter zurechtkommt. Mit sehr, sehr toller Unterstützung von Jay-Z, der den Track sehr, sehr gut komplettiert. Und gleichzeitig ist das auch mein Rap-Song des Jahres, denn der Song ist einfach von der Atmosphäre. Du bist von Sekunde 1 mitgezogen. Du weißt sofort, okay, hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier los. Ich bin immer noch darüber fasziniert, dass es 12 Jahre gedauert hat, bis Jay Electronica sein Debütalbum uns präsentieren konnte, aber es hat sich ausgezahlt. Und meine Nummer 1, der beste Song des Jahres, für mich, mein Lieblingssong, ist schon wieder Tizo Touchdown. Ich finde den Mann so gut. Entschuldigung, ich finde den Mann so gut. Der ist zweimal in den Top 10 für mich drin. Tizo Touchdown mit Strong Friend. Die Thematik vom Song ist ziemlich simpel erklärt. Check on your homies. Mehr ist es nicht. Check on your homies. Schau nach deinem Kumpel nach, ob es ihm gut geht. Ich liebe das. Das ist so gut. Das ist so gut. Und ich kann es kaum erwarten, mehr darüber zu erzählen, wenn wir die bühnefreie Episode über Tizo Touchdown machen. Und mehr will ich auch gar nicht erzählen, weil erstens, es ist mittlerweile April und ich muss die Liste mal weiterkriegen. Deswegen auch wieder mal kein Skript. Und zweitens, wie gesagt, bühnefreie Episode Tizo Touchdown ist ein Muss. So, das war's aber auch schon. Ich hoffe, die Liste hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwelche Songs, die ihr noch gar nicht kanntet, schon irgendwie rausziehen und dann hat sich's für mich auch schon gelohnt. Wie gesagt, bitte nicht upset werden, wenn Song XY hier nicht vertreten ist. Dann hoffe ich aber auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen werden. Und bis dahin, ciao, hau rein.